Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ach, Entschuldigung, Xperia Gaming-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit mir zusammen heute mal wieder im LS-Feuerwehr-Bereich sind Tom, Pixel und Leon. Und ja, wir sind heute mal wieder dabei, ein bisschen Feuerwehr zu spielen. Wie ihr seht, kommt euch die Map wahrscheinlich bekannt vor. Aber okay, darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Naja, ich bin gerade dabei gewesen, die Verkabelung von meinem Auto zu verbessern, weil ich habe ja Frontblitzer vorne drinne und auch hier. Sowohl vorne in der Frontscheibe und auch in der Heckscheibe. Die Flasher und weil ich ja Gemeindebahnmeister bin und damit das alles ein bisschen schicker aussieht, habe ich das gerade mal ein bisschen vernünftig gelegt. Na gut. Ah. Brandmeldeanlage beim Flughafen im Wohngebäude 2. Okay. Da fahre ich jetzt privat hin, da muss ich nicht zur Feuerwache entfahren. Wolf 1-1 von Leitstelle OGF kommen. Ja, einmal zur Frage, hat sich ein Feuer bestätigt oder wissen Sie nur vom... Okay, das ist verstanden. Bin unterwegs zur Einsatzstelle. Leitstelle verstanden. Stell dich da einfach so mit hin. Einmal dieses mittlere Gebäude von, ne, siehst du, 1, 2 und 3. Warte mal eben, das HLF soll hier einmal ranfahren. 12, 43, 1 von 12, 1, 1 kommen. Sir. 12, 43, 1 ist, steht da, 12,
1243.1 ist gar nicht hier. 1241.1. 1241.1. Kommen. Bitte fahren Sie zu mir. Entschuldige, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, dass das HLF gar nicht da ist, weil das ist ja nur das LF. Im Wohngebäude 1 steht, wurde mir gesagt, im Wohngebäude 2 wurde mir gesagt, und wir stehen vor Wohngebäude 2 und hier ist auch ein wenig, genau, aber ein bisschen Rauch kommt da oben schon raus, also, naja, beziehungsweise er hier vorne aus der Tür, aber schick mal deinen Angriffstrupp rein und geh mit dem zusammen gucken. Okay. Okay. Naja, dann warten wir mal ab, was der Angriffstrupp sagt. Ein Bratwursttoaster in Flammen. Verpuffung wollte ich sagen. Nein. Ein Bratwursttoaster schmort vor sich hin. Ja, genau. Lass dein Wassertrupp schon mal den Lüfter hier vorne hinstellen und sagt einmal. Allen, die können jetzt alle wieder reingehen und einmal die Fenster aufmachen, weil ich gehe nicht durch deren Wohnungen durch und mache die Fenster auf und das macht auch keiner von euch. Soweit kommt's noch, dass wir zum Fenster öffnen da sind. Ja. Leitstelle von 1211 kommen. Ja, folgende Lagemeldung von der Einsatzstelle. Es hat sich, die BMA hat sich bestätigt, aber kein Feuer, sondern ein schmorender Bratwursttoaster. Dieser wurde aus dem Gebäude entfernt, kühlt jetzt draußen ab, wird danach in Müll geschmissen. Wir belüften das Gebäude, die Fahrzeuge 1243.1, 12, 22, 12, 12, 12, 12, 12, 1211 und 12. Der steht ja sogar noch 12. Ach ja, stimmt ja, das war der 1243.1. Und 1243.1 Einsatzstelle ab. Seit wann hat ein TLF 1243.1? Das stimmt ja nicht. Fällt mir gerade so auf. Nein, das ist eigentlich 1223.1. Das Fahrzeug ist eigentlich 12. Das Fahrzeug, also das wäre rein theoretisch 1223.1, nur mit dem, dass da jetzt 1243 draufsteht, liegt da dran, weil ich das wahrscheinlich mit dem, nach dem HLF gemacht habe. Und dann durch irgendwas abgelenkt wurde. Jo, bin neben dir. So, wir haben belüftet, Angriffstrupp ist raus. Ja, Toaster kann jetzt gelöst. Ja, dann sind wir eigentlich fertig hier. Ja, okay, dann können wir die Einsatzstelle. Hast du quittiert? Jo. Okay, dann Einsatzstelle verlassen.
Leitstelle verstanden. Zwölf eins eins ist auf Status 2. Das hat schon einen Grund, warum ich das gesagt habe. Hallo, ich stehe doch schon wieder in meiner Garage. Ich weiß, dass ich eigentlich noch Status 1 bin, aber ich wollte mal gucken, wie die reagieren. Nein, Spaß. Na gut, Leute, das war unser erstes Einsatzvideo auf der OGF. OGF Stammbach wollte ich gerade sagen, Tom. Lustig, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn wir mal wieder zu viel Scheiße gelabert haben, gebt einen Daumen nach unten und wir werden es als Daumen nach oben für das Video sehen, aber fürs. Ja, guck, wir reden, ich rede schon wieder zu viel. Haust rein, haust raus. Bis zur nächsten Besichtigung. Ciao.